Willkommen beim ultimativen TED-Test Deutschland. Es geht weiter in Mecklenburg-Vorpommern. Gleich zu Anfang eine Info. Ich teste hier eine neue Kamera, eine Billigkamera. Die Explorer 6. Wie man sieht, ist der Bildstabilisator nicht vorhanden. Sei es drum, ich wollte euch die Aufnahmen aber nicht vorenthalten. Ein Kurzfeedback zur Kamera. Wenn die Kamera ruhig bewegt wird, sind die Aufnahmen ganz passabel, aber für Action taucht sie nichts. Ich hatte die Kamera vorne an den Armaturen befestigt und da hat sie jede Vibration mitgenommen. Andererseits bekommt ihr damit ein gutes Gefühl, wie holprig und uneben die Wegstrecke war. Der letzte ultimative TED-Test endete in Duvenest. Und genau da fangen wir wieder an. Auch diesmal bin ich wieder aus Hamburg angeguckt. Auch diesmal wieder rund 80 Kilometer an Mölln und Ratzeburg vorbei, ins Territorium Mecklenburg-Vorpommerns. Da ich ein bisschen spät dran war, habe ich mir den Abschnitt zwischen Duvenest und der L02 gespart und bin direkt bei Butin-Riesdorf eingestiegen. Rechts oben habe ich euch wieder die Strecke eingeblendet, diesmal nicht bildsynchron. Der erste Eindruck hier in Mecklenburg-Vorpommern war doch anders als in Schleswig-Holstein. Da Deutschland sehr gut asphaltiert ist, ist natürlich hier auch eine ganze Menge an Asphaltstrecke zu finden. Allerdings ist die Streckenführung hier wesentlich attraktiver als in Schleswig-Holstein. Schon nach wenigen hundert Metern ist der Asphalt komplett weg. Maximal kommen doppelspurige Betonplatten. Und es gibt wirklich schön lange Strecken, die nicht schon nach 5 Minuten durchfahren sind, mit Schotter und Sand. Die Aufnahmen stammen vom Mitte Juni und obwohl es einige Tage vorher geregnet hatte, war die gesamte Strecke relativ trocken. Auf den Wegen des TEDs war wenig bis gar kein Verkehr, weswegen ich auch wenig Kontakt mit Bevölkerung hatte. Während ich in Schleswig-Holstein durchaus mal ein bisschen komisch angeguckt wurde von Passanten, insbesondere denen mit Hunden und mit Pferden, ist in Mecklenburg das ein bisschen anders gewesen. Mir wurde zugewunken, man lächelte und es war durchweg sehr, sehr positiv und freundlich. Da ich mir im Sinne der Nachhaltigkeit vorgenommen habe, meinen Serienreifen, den STR, runterzufahren, war ich immer noch so ein bisschen vorsichtig, was Sand und Matsch und Schlamm betrifft, denn da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Sand ist inzwischen zwar nicht mehr so ganz mein Problem, da zieht der STA auch, wenn man das mal einmal raus hat, ganz gut durch. Aber Matsch und Schlamm, da setzt er sich so derart schnell zu, dass man überhaupt keinen Grip mehr hat. Und deswegen versuche ich es zu vermeiden, durch Schlamm oder Matsch zu fahren. Und genau deswegen seht ihr mich hier auch hin und wieder vor einer Schlammstelle anhalten und sinnieren, wie ich sie bestmöglich, trockensmöglich passieren kann. So, und nun genug gelabert. Und jetzt viel Spaß beim Beifahren.
Soweit bis hier. Mehr im nächsten Teil. Ciao.